No equality, no sense of justice, discrimination. Heute möchte ich euch die Ungerechtigkeit dieser Welt aufzeigen. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Yanni Kekwa, ich bin 14 Jahre alt und besuche derzeit die 4. Klasse an der Mittelschule Isabelgasse in Innsbruck. Mein Thema für diese Rede lautet, dafür will ich stark sein. Und ich möchte kurz erklären, warum mir dieses Thema wichtig ist. Es ist wichtig für mich, dass ich euch zeige, was alles in unserer Umgebung passiert. Ich werde meine Rede auf Deutsch und auf Englisch halten. Englisch ist meine Muttersprache und ich spreche sie schon mein Leben lang. We talk about equality as if we knew all about it. But let me show you the reality. Do you know that in some countries you can choose how to dress? In some countries you live in fear, and in some, women don't even have rights, or some people get shot because of their parents. Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen gleich behandelt werden und dass dadurch ein gemeinsames Zusammenleben von Menschen möglich wird, sagt Google einfach erklärt. Aber wo ist sie? Die Gerechtigkeit. Es gibt so viele Bereiche, in denen unsere Welt oder vielmehr unsere Gesellschaft ungerecht ist. Warum bekommen Frauen weniger bezahlt als Männer? They do the same job, work the same hours, so why do they get paid less? Warum tun wir nichts, wenn wir sehen, wie Tiere aussterben und wie unser Meer verschmutzt? Aber tun nichts dagegen. Why do we sit here and do nothing? We see that people of color or people with other beliefs get shot in other countries. We all see it on every social media platform. Why don't we care more about what is happening in Iran right now? Die Frauen in Iran werden gezwungen, Kopftuch zu tragen und sich an strenge Bekleidungsvorschriften zu halten. Wenn man das nicht tut oder beschwert und protestiert, dann wird man geschlagen und eingesperrt und vielleicht sogar mit dem Tod bestraft. Es ist egal, wer du bist. Die Proteste im Iran 2022 gegen die autoritäre Regierung des Staates führte zu Polizeigewalt. Und die Gesamtzahl der Todesopfer beträgt inzwischen 450 Menschen. Ich habe es im Jänner gelesen. Mittlerweile ist sie traurigerweise wahrscheinlich gestiegen. Why are people genuinely getting killed just because they are standing up for themselves for a better future? Warum nennen wir es gerecht, wenn people of color, Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund und anderem Glauben immer noch diskriminiert werden, sogar vor den Augen der Justiz? Much too often they get shot and some get arrested and put to jail for something they didn't do. Generally, in the year 2022, 1,176 people were killed in the hands of law enforcement. It's estimated that 1% of US prisoners, around 20,000 people, are falsely evicted. I read this fact on the Innocent Project website. Ich könnte noch viel mehr Ungerechtigkeiten aufzählen, aber ich möchte eine ganz andere Frage stellen. Was ist unsere Zukunft, wenn unsere Generation Angst davor haben muss? Was ist unsere Zukunft, wenn wir derart ungerecht behandelt werden? Und was ist unsere Zukunft, wenn wir das auch noch zulassen? Für eine andere Zukunft will ich stark sein. Stark genug, um meine Zukunft besser zu gestalten und anderen darauf aufmerksam zu machen. I don't want a future in which I'd have to be scared. One in which injustice still exists. Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Das ist ein Zitat von Woody Allen, das mir sehr gut gefällt. Es zeigt uns, dass wir stark sein müssen, dass wir verantwortlich sind dafür, was in ein paar Jahren mit uns, unserer Erde und unserem Mitmensch passiert. So let's be strong. Strong enough to determine our future and how it will look. We should start by informing people around us, by donating to charities
who help those that are treated unjustly. Even showing your support and helping those in your area who have to deal with discrimination. Taking a minute or an hour to inform yourself about what is happening around the world. It all helps. Ich habe bereits erwähnt, in denen Ungerechtigkeit noch existiert. Und es gibt noch tausende Dinge, die ich nicht erwähnt habe. Jetzt liegt es an uns, wie wir unsere Zukunft gestalten. Ob wir etwas gegen die Ungerechtigkeit tun oder nur noch zuschauen. I'm sure we all want a safe place for our children, loved ones, and most importantly, for our whole generation. So let's make a safe one. A place in which we all feel loved and not different. One shouldn't feel bad for being different or looking different. We are all one. I want to wake up one day and see a difference, a change in this world. I want others to feel safe and not scared that something is going to happen to them. Ich will, dass Menschen sich frei fühlen und nicht ängstlich, dass wir keine Angst haben, für uns zu stehen und anderen zu helfen. Wir müssen stark sein für eine bessere Zukunft, denn dafür, dass es besser wird, müssen wir uns einsetzen. Dafür will ich stark sein. Danke für eure Aufmerksamkeit.